Die Idee, ein Action-Rollenspiel im Diablo-Stil mit der Warhammer-Lizenz zu kreuzen, ist ja nicht gerade neu. Nur gemacht hat's bislang eben keiner. Darum Daumen hoch für Eco Software, die sich an den Versuch gewagt haben, mit Warhammer Chaosbane ein vielversprechendes Hack'n'Slay auf die Beine zu stellen. Wie sich das spielt, was schon gut funktioniert und wo noch Probleme liegen, haben wir uns in der Closed Beta angeschaut. In der Schnupperversion, die auch für Vorbesteller verfügbar ist, haben wir den ersten Akt der Story durchgespielt. Der lässt uns die Abwasserkanäle, Keller und Gruften unter der imperialen Hauptstadt Nullen erkunden, wo wir zahllose Dämonen erledigen, dabei bis Level 20 aufsteigen und am Ende einen Boss platt machen. In der Beta sind zwei der vier geplanten Klassen spielbar: der imperiale Soldat und der Hochelfenmagier. Noch nicht enthalten sind dagegen der Zwergenslayer und der Waldelfen-Scout. Im Menü darf man aber schon mal einen Blick auf beide werfen. Der imperiale Soldat spricht Paladin-Freunde an und präsentiert sich als typischer Nahkämpfer, der mit Schwert und Schild draufkloppt, Ausweichrollen hinlegt, Gruppenmitglieder mit Schlachtrufen stärkt und ordentlich Treffer einstecken kann. Beim Anspielen zeigt der Soldat aber noch ein klares Manko. Das Trefferfeedback wirkt im Nahkampf ein bisschen schwammig, den Attacken fehlt es an Wucht und manchmal scheint es, als würden Schläge einfach durch die Gegner hindurchgehen. Das hat das 7 Jahre alte Diablo 3 deutlich knackiger hinbekommen. Der Hochelfenmagier macht da schon einen etwas flotteren Eindruck. Er teilt in erster Linie mit Fernzaubern aus, darunter Feuerbälle, Blitze, Druckwellen, Flammenwerfer, Wirbelstürme und vieles mehr. Hat man zwar alles schon zigfach in anderen Hack'n'Slays gesehen, spielt sich aber gut und ist doch ziemlich schick in Szene gesetzt. Nebenbei verfügt der Magier auch über die Fähigkeit, sich über kurze Strecken zu teleportieren. Das ist praktisch, wenn uns die Monstermassen mal wieder einkesseln. Eine Besonderheit von Chaosbane ist die Möglichkeit, manche Fähigkeiten zu lenken. Hier ein Beispiel. Der Magier kann einen Orb erzeugen, der normalerweise geradeaus fliegt und an Wänden abprallt. Mit dem rechten Analogstick bzw. bei gedrückter Leertaste lässt sich der Orb aber auch direkt kontrollieren. Man lenkt ihn dann einfach durch die Gegner und schaut zu, wie sich die Lebensbalken leeren. Das ist zwar originell, war aber zumindest in unserer Spielzeit auch nicht übermäßig nützlich. Wir haben das Feature darum nur selten eingesetzt. I have a prisoner for you, High Lord Master. Die Spielwelt zeigt sich in der Beta noch ein bisschen leblos und statisch. In der Stadt können wir beispielsweise nur eine Handvoll Räume betreten, legen dabei für jede Quest die immer gleichen Wege zurück und optionale Dialoge gibt es nicht. Beim Auftraggeber holen wir uns einfach nur die nächste Mission ab und schon geht's wieder zurück in den Keller. The men were alive when they were taken? Yes. But what does the cult want with a handful of prisoners? Not prisoners, Captain. Sacrifices. Offerings to the Lord of Pestilence in exchange for more power. Für spannendes Storytelling bleibt da kaum Zeit. Die Charaktere wirken austauschbar, die Dialoge belanglos. Bücher, Schriftrollen oder überraschende Zufallsereignisse sind uns in den Dungeons ebenfalls nie begegnet, was schade ist. Aus der Lizenz könnte man doch sicher mehr rausholen. There is no time to waste. Even as we speak, the cultists could be preparing to sacrifice their captives. We cannot let them succeed. Immerhin sehen die stockfinsteren Dungeons sehr stimmungsvoll aus, auch wenn sie sich nach einer Weile deutlich abnutzen. Der erste Akt glänzt nämlich nicht gerade mit Abwechslung. Nur ein einziges Mal erleben wir auch einen Levelabschnitt bei Tageslicht, der uns in einen oberen Teil der Stadt führt. Das schaut dann noch prompt einladender aus als die beengten Dungeons und weckt die Hoffnung, dass wir im fertigen Spiel noch in deutlich interessanteren Arealen unterwegs sind. Ziemlich gut gefällt uns dafür der erste Bosskampf gegen den Great Unclean. Der fette Riesendämon ist mit einfacher Haut-drauf-Methode nämlich nicht zu knacken, stattdessen braucht's eine kleine Taktik. Der Fleischberg feuert regelmäßig einen gezielten Energiestrahl auf uns ab, dem müssen wir ausweichen, ohne uns dabei hinter einer Wand zu verstecken, die geht sonst nämlich in die Brüche. Und das wäre schlecht, denn früher oder später kotzt der Dämon eine riesige Giftwelle in den Raum, die wir nur überleben, wenn wir hinter einer der Mauern in Deckung gehen.
Der Boss bleibt allerdings der einzige knackigere Moment in der Beta. Der Schwierigkeitsgrad fällt auf normaler Stufe noch sehr einfach aus. Doch keine Sorge, im fertigen Spiel können wir aus 10 Stufen wählen, da dürften dann auch Profis auf ihre Kosten kommen. Ob das auch für das Beutesystem gilt, lässt sich anhand der Beta noch nicht sagen. Zumindest der Ersteindruck ist aber eher bescheiden. Wie man es vom Genre kennt, hinterlassen die Gegner weiße, blaue oder seltene gelbe Items, mit denen wir unsere Helden regelmäßig neu ausrüsten. Das ist grundsätzlich schon okay so, allerdings fällt das Charaktersystem eher simpel aus. Die vorgefertigten Figuren kommen nämlich mit nur 3 Grundwerten aus: Attack, Defense und Utility. Dahinter verbergen sich Eigenschaften wie kritische Trefferchance, Energieregeneration oder die Dropchance für seltene Beute. Das ist ideal für alle, die eh nicht so viel Zeit in Menüs verbringen, sondern lieber schnell zurück in die Action wollen. Der Tiefgang eines Path of Exile oder Grim Dawn wird dabei aber nicht erreicht, was die Frage aufwirft, ob Chaos Bane auch noch im Endgame motivieren kann. Das eher simple Beutesystem hat aber auch sein Gutes. Wir können das gesamte Spiel nämlich auch im Koop-Modus mit bis zu 3 weiteren Spielern bestreiten. Das klappt online oder auch lokal an einem PC oder einer Konsole. Vor allem für den lokalen Koop hatten die Entwickler eine richtig gute Idee. Anstatt die Menüs wie im Singleplayer über den kompletten Bildschirm einzublenden, nehmen sie hier nur ein Viertel des Screens ein. Texte und Menüobjekte fallen dadurch zwar wesentlich kleiner aus, bleiben aber noch gut genug lesbar. Und hat ein Spieler gerade sein Inventar- oder Talentemenü geöffnet, läuft die Spielfigur automatisch den aktiven Partymitgliedern hinterher. So kann man sich also auch mal ganz in Ruhe um seinen Charakter kümmern, ohne dass der Rest auf den Spieler warten muss. Ein Händler oder Handwerker haben wir in der Beta allerdings noch nicht getroffen. Es gibt lediglich einen NPC, bei dem wir überflüssige Beute eintauschen können. Als Belohnung erhalten wir dann beispielsweise Edelsteine oder selten auch mal eine passive Eigenschaft, die wir im Talentemenü ausrüsten. Eine Schnellreise, mit der wir jederzeit flott zurück in die Stadt kommen, konnten wir jedoch nicht entdecken. Zwischendurch mal schnell zum Händler düsen scheint also keine Option zu sein. Mit jedem besiegten Gegner sammeln wir Erfahrungspunkte und steigen im Level auf. Dabei schalten wir wie in Diablo 3 jede Menge aktive Talente und passive Eigenschaften frei, die wir auf mehrere Slots verteilen. Wie im Blizzard-Vorbild gibt es von jedem Skill außerdem mehrere Varianten, die wir jederzeit ein- und auswechseln können. Anders als in Diablo 3 verschlingen Fähigkeiten allerdings Punkte aus einem gemeinsamen Pool. Damit wollen die Entwickler verhindern, dass man immer nur die stärksten Talente ausrüstet, stattdessen muss man sich die Punkte gut einteilen. Zusätzlich gibt's noch einen verzweigten Talentbaum, in dem wir mit der Zeit jede Menge passive Verbesserungen und eine Handvoll aktiver Fähigkeiten freischalten. Viele der Upgrades bestehen aus winzigen Boni, das hat in der Beta noch nicht so richtig motiviert, könnte aber im Endgame seinen ganz eigenen Reiz entfalten. Es gibt außerdem noch eine weitere Upgrade-Mechanik, die sogenannten Segen, die in der Beta allerdings noch nicht freigeschaltet waren. Kann also gut sein, dass in Chaos Bane noch mehr Tiefgang schlummert, als man ihm anfangs ansieht. What is the meaning of this? Rise! Spawn of Nurgle! Auch in Sachen Story, Kämpfe, Abwechslung oder Loot hinterlässt die Beta nur einen soliden Eindruck. Da muss die Release-Version also noch zeigen, was wirklich in ihr steckt. Der durchdachte Koop ist dafür ein echter Pluspunkt, da glänzt das Hack'n'Slay schon jetzt mit gutem Spielfluss. Und natürlich dürfte auch die Lizenz für eingefleischte Warhammer-Fans einen wichtigen Kaufgrund darstellen. Doch ob das reicht, um Genre-Fans von einem Path of Exile, Diablo 3 oder Grim Dawn wegzulocken, wagen wir nach der Beta eher mal zu bezweifeln. Allzu viel ändern dürfte sich bis zum Release schließlich nicht mehr, Warhammer Chaos Bane erscheint für Vorbesteller bereits am 31. Mai. Alle anderen dürfen ab dem 4. Juni auf PC, Xbox One und PS4 loslegen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo oder ein Like. Und solltet ihr noch weitere Fragen haben, hinterlasst uns einfach einen Kommentar unter diesem Video.
Weitere Infos zur Chaos Bane und anderen Hack'n'Slays findet ihr wie immer auf www.pcgames.de.